Wir wollen den gegebenen Bruchterm auflösen und das Ergebnis so weit wie möglich kürzen. Nachdem ein Bruch ja eine Division darstellt, können wir den Doppelbruch als Division schreiben. Wir können schreiben 4ab² Neuntel dividiert durch anstelle des Hauptbruchstrichs 2b hoch 3 durch 3a². Wir führen die Division aus, indem wir mit dem Kehrwert des zweiten Bruchterms multiplizieren. Den ersten Bruchterm schreiben wir also nur ab und wir multiplizieren mit dem Kehrwert des zweiten Bruchterms. Nun können wir die beiden Bruchterme multiplizieren, indem wir Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner rechnen. 4ab² mal 3a² ergibt 12a hoch 3b², gebrochen durch 9 mal 2b hoch 3 sind 18b hoch 3. Nun kürzen wir noch. 12 und 18 können wir durch 6 kürzen. Von 12 bleibt 2 übrig, von 18 bleibt 3 übrig. A hoch 3 schreiben wir einfach weiter und wir können noch durch b² kürzen. Es bleibt also von dem b hoch 3 nur noch das b übrig.